Herzlich willkommen zu unserem Webinar Klimaschutz in der Lieferkette. Wir sind damit heute bei der 16. Ausgabe unserer Webinarreihe Klimaunternehmen Wandel. Und ich möchte Ihnen kurz unsere Gäste vorstellen, Svenja Strohpahl und Dennis Machnik von der Adelphi Consult GmbH. Schön, dass Sie da sind. Ich bin Deborah Kallee, Projektreferentin im Unternehmensnetzwerk Klimaschutz. Ich betreue dort unter anderem das Thema Lieferkette und deswegen moderiere ich heute das Webinar. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Genau, bevor wir mit den Inhalten starten, gebe ich Ihnen noch ein paar technische Hinweise. Für einen flüssigen Ablauf haben wir eigentlich Ihre Mikrofone und Kameras ausgeschaltet. Ich hoffe, das hat jetzt auch funktioniert. Und Sie können aber sehr gerne Fragen in den Chat stellen. Wir zeichnen das Webinar auf und da kam gerade schon die Frage. Wir stellen Ihnen dann auch die Präsentation im Nachgang zur Verfügung. Genau, und bevor wir uns mit den Inhalten befassen, möchte ich noch einmal kurz unser Unternehmensnetzwerk Klimaschutz vorstellen. Wir sind ein Projekt, was Unternehmen dabei unterstützt, die Wirtschaft klimaneutral zu machen, gemeinsam mit den IHKs vor Ort. Dafür werden wir von der Nationalen Klimaschutzinitiative und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Wir haben verschiedene Angebote, insbesondere eine Wissens- und Austauschplattform. Da können Sie sich mit Ihrem Unternehmen registrieren, wenn Sie das noch nicht gemacht haben. Dort haben wir verschiedene thematische Gruppen, unter anderem auch zum Thema Lieferkette. Und da würden wir uns freuen, wenn Sie sich im Nachgang der Veranstaltung noch austauschen. Auf unserer Webseite haben wir außerdem gute Beispiele von Unternehmen, die sich schon im betrieblichen Klimaschutz engagieren. Da können Sie sich Tipps holen oder wenn Sie auch selber Ihre Maßnahmen vorstellen wollen, dann können Sie sich gerne an uns wenden oder hier direkt die Forms-Umfrage ausfüllen, die Sie rechts hinter dem QR-Code sehen. Da sind auch unsere weiteren Angebote aufgelistet und ich würde mich freuen, wenn Sie sich kurz Zeit nehmen, da mal anzugeben, an welchen Angeboten Sie Interesse haben. Genau, und weitere Angebote sind zum Beispiel unser CO2-Tool EcoCockpit. Das stellen wir für unsere Mitgliedsunternehmen kostenfrei zur Verfügung. Und da wird es nächste Woche am Montag auch ein Einführungswebinar zu geben. Weiter geht es dann am Mittwoch mit unserem Webinar zu erneuerbaren Energien. Und erneuerbare Energien wird auch das Thema unserer Jahresveranstaltung sein. Da haben wir in diesem Jahr 3. Und genau, die Termine sehen Sie auch hier auf der Folie. Da sehen Sie auch noch weitere Angebote, die wir zusammen mit den IHKs anbieten. Genau. Und im zweiten Halbjahr planen wir auch noch weitere Veranstaltungen zum Thema Klimaschutz in der Lieferkette. Und damit wären wir jetzt auch wieder bei unserem heutigen Webinar angelangt. Wir befassen uns heute mit Gründen und Anforderungen für die Erfassung indirekter Emissionen und geben Ihnen ein paar praktische Tipps. Genau, das mache aber eigentlich gar nicht ich, sondern unsere zwei Referenten. Die würde ich noch einmal kurz ein bisschen detaillierter vorstellen. Wir hatten auch noch Daniel Weiß angekündigt, der ist heute nicht mit dabei. Aber genau, gleich starten wird Dennis Machnik, der ist Senior Expert für Dekarbonisierungsstrategien in Unternehmen und Co-Leiter des Climate Policy Programs. Der wird gleich mit einer Einführung starten. Und anschließend gibt es Svenja Strohpahl, die Senior Managerin für Nachhaltigkeitstransformation von Unternehmen ist und dann noch konkretere Einblicke. Genau. Und damit würde ich jetzt an die ersten Referenten übergeben. Ja, vielen Dank für die Einführung und Vorstellung. Guten Tag auch in die Runde. Wir freuen uns natürlich, dass Sie hier alle so zahlreich erschienen sind. Wir würden mal starten mit unserer Präsentation.
So, da haben wir Sie im Vollbild. Dann nochmal guten Tag von mir. Mein Name ist Dennis Machnik. Ich freue mich jetzt hier mit der Präsentation, mit dem ersten Teil beginnen zu können, mit dem Titel Fokus Lieferkette, Klimaschutz in der Lieferkette, Herausforderungen und Chancen für die Dekarbonisierung. Wir verfolgen heute folgende Ziele mit diesem Webinar. Wir möchten in der ersten thematischen Einführung zu Push- und Pull-Effekten referieren, Push- und Pull-Effekten der Dekarbonisierung von Lieferketten, und möchten dann im zweiten Teil im Bereich Bilanzierungs- und Reduktionsansätze Ihnen zeigen, wie geht das denn eigentlich bei vorgelagerten Treibhausgasemissionen entlang der Lieferkette. Und wenn Sie Fragen haben, stehen wir im Anschluss gerne noch für ein Q&A zur Verfügung. Die Fragen hatten Sie gerade gehört, können Sie gerne im Chat schreiben, die werden aufgenommen und wir beantworten die gerne im Anschluss. Dann würde ich sagen, genug der Vorrede, wir starten hier mit der Einführung und schauen zunächst einmal auf das Thema, warum denn überhaupt der Fokus auf die Lieferkette. Die Abbildung rechts visualisiert das ganz einfach und eingängig, glaube ich. Der Blick und die Analyse von Umweltwirkungen oder hier, wie es dargestellt ist, der Scope 1 und 2 Emissionen, also direkter und indirekter energiebedingte Treibhausgasemissionen, sind oft nur Spitze des Eisbergs, ja, wortwörtlich. Das Greenhouse Gas Protokoll zum Beispiel gibt an, dass 78% aller Unternehmen, die das Protokoll nutzen für die eigene Bilanzierung, dass 78% der Emissionen von den Unternehmen, die das Protokoll nutzen, entlang der Lieferkette auftreten, also in den Scope 3. Das heißt, ein großer Teil ist tatsächlich für einige Unternehmen, die hier noch keine Analyse anstellen, bislang verborgen. Wenn wir den Blick ein bisschen weiten und schauen auf die Umweltauswirkungen, also nicht nur Klima, so hat Adelphi gemeinsam mit Sustain den Umweltatlas Lieferkette erarbeitet und zeigt darin für einige besonders relevante Branchen, die sind ganz unten aufgelistet, dass 90% der Umweltwirkungen in den Schlüsselthemen, die hier untersucht wurden, Treibhausgasemissionen, Luftverschmutzung, Wasserverbrauch und Landnutzung, in eben der vorgelagerten Lieferkette auftreten. In dem Umweltatlas Lieferketten wird auch aufgezeigt, an welcher Stelle diese Umweltauswirkungen auftreten und in welcher Weltregion. Das ist, glaube ich, für diese Branchen sehr interessant. Und vor allem werden auch Maßnahmen zur Gestaltung und Optimierung der Lieferkette erörtert. Oft ist es ja leider das Problem, die Beschaffung von Daten über Landesgrenzen hinweg, logisch, plus dann auch noch natürlich, wenn ich denn weiß, wie hoch die Emissionen sind, die Einflussnahme auf diese direkten und Unterlieferanten natürlich zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung. Das ist nicht einfach, das ist aber auch einfach leider der Fall. Damit möchten wir aber gemeinsam umgehen und Ihnen daher heute Möglichkeiten und Ansätze aufzeigen. Die Tatsache, dass entlang der Lieferkette vermutlich mit hohen Emissionen zu rechnen ist, ist ja meist noch nicht Grund genug, da eine genaue Analyse vorzunehmen. Deswegen möchten wir Ihnen hier Beweggründe zeigen. Beweggründe, also sogenannte Pull-Faktoren der Dekarbonisierung, die sind vielfältig. Zum einen, so glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, der auch, glaube ich, recht eingängig ist, ist die Reputation, des eigenen Unternehmens. Das kann einen direkten, auch wirtschaftlichen Einfluss haben natürlich, wenn das eigene Unternehmen als Lieferant auftritt und hier tatsächlich einfach auch mit dem Klimaschutz punkten muss. Vielleicht haben Sie es aber auch schon selber mitbekommen. Ich habe es schon selber mitbekommen aus dem Freundeskreis. Bei Bewerbungen wird überlegt, ist denn dieser potenzielle Arbeitgeber eigentlich, steht er für Umweltschutz, ja? Steht er für Klimaschutz, und das spielt eine wichtige Rolle. Dazu gab es vor einigen Jahren auch eine Umfrage tatsächlich der Königsteiner Gruppe, und die hat gezeigt, dass 60% der befragten BewerberInnen in dieser Umfrage einen Wert darauf legen, dass der potenzielle Arbeitgeber umweltfreundlich ist. Ich glaube, mit dem heutigen Fachkräftemangel möchte man das nicht riskieren, so eine große Gruppe von potenziellen Bewerbern dann vielleicht ja nicht gerade für sich begeistern zu können. Der Bereich Compliance, logisch, ist natürlich einer der wichtigsten. Also Verpflichtungen rund um die Klimatransformation wird auch immer breiter und umfassender. Also das wichtigste Werkzeug hier wahrscheinlich in der EU, um unsere Klimaziele zu erreichen, ist der Emissionshandel zu nennen natürlich. Der deckelt ja die Gesamtemissionen. Dadurch entsteht ein marktbasierter Preis für Emissionen in bestimmten Sektoren. Aber natürlich gehören dazu auch Themen wie Berichtspflichten. Ja, hier soll Wissen und Transparenz zu den eigenen Treibhausgasemissionen kommuniziert werden, und dieses Wissen, das ist der wichtigste Baustein der Klimastrategie. Darauf fußt das Ganze, und deswegen möchten wir dem auch diesen hohen Stellenwert geben. Und dann nicht zuletzt beugt natürlich eine ambitionierte Dekarbonisierungsstrategie auch Risiken vor und erhöht die Resilienz. Ich glaube, ein Beispiel, auf das wir alle gerne verzichtet hätten, logischerweise, war ja ist die Energiekrise und der hohe Anstieg der Kosten für fossile Brennstoffe.
Weitere Beweggründe, die wir sehen und die uns auch direkt kommuniziert werden, ist tatsächlich, dass die Kundschaft mittlerweile einfach ganz klar bereit ist, mehr Kosten für nachhaltige Produkte zu zahlen. Also nicht nur mehr Kosten für die Ausweisung eines nachhaltigen Produktes, sondern was wir auch sehen ist, Kunden und Kundinnen sind sogar bereit, über Umwege nochmals einen höheren Preis zu zahlen, zum Beispiel wie sie es machen im Bereich der Kompensation von Treibhausgasen. Dieser Markt ist ja sehr stark am Wachsen und erfreut sich so immer höherer Beliebtheit. Doch Klimaschutz kostet auch, das steht außer Frage. Viele Emissionen lassen sich auch mit tatsächlich dann sehr wirtschaftlich einsparen, aber nichtsdestotrotz stehen dann tatsächlich doch einige Anfangsinvestitionen an. Doch was wir sehen, ist eigentlich immer über die Jahre rentiert sich das. Man sagt ja so einfach und pauschal, die Sonne schickt keine Rechnung. Vielleicht ein wenig platt, aber erweist sich natürlich jetzt vor allem natürlich wieder mit dem unguten Beispiel der Energiekrise als vielleicht wertvoll. Die Kosten für Reduktion sind natürlich meistens im Vordergrund. Das heißt, wenn ich weiß, wo Emissionen entstehen, wenn ich sie einsparen kann, dann kann ich natürlich auch schauen, was kostet mich denn diese Einsparung? Was Sie hier sehen, ist eine Grafik des World Economic Forums. Und die Balken zeigen dabei die Vermeidungskosten für die Vermeidung einer Tonne Treibhausgasemissionen in unterschiedlichen Sektoren an. Also einen Balken pro Sektor. Das dunkle Grün steht dabei für Kosten über 100 Euro pro Tonne CO2 und das hellgrün für Kosten unter 10 Euro. Die Erkenntnis dieser Untersuchung hier ist, dass sich in den dargestellten Sektoren bereits 40% der Treibhausgasemissionen sehr kostengünstig vermeiden lassen. Das ist auch tatsächlich etwas, was wir beobachten. Also, dass wir nach einer gründlichen Bilanz oder Bilanzierung der unternehmerischen Treibhausgasemissionen in der Hotspot-Analyse einige Vermeidungspotenziale, die machen teilweise fast von sich selbst auf sich aufmerksam und sind teilweise natürlich auch mit Kosteneinsparungen tatsächlich verbunden, wenn wir sehen, hier sind besonders hohe Emissionen, die auch mit hohem Energieverbrauch oder unnötig hohem Energieverbrauch einhergehen. Um den Preis vielleicht hier kurz einzuordnen, eine Tonne CO2 im Emissionshandel kostet derzeit 100 Euro und wir sprechen hier von Vermeidungskosten von unter 10 Euro. Und mit dem Emissionshandel möchte ich dann auch überleiten in diese Folie, die hier zeigt, welche Klimaschutzgesetze in den letzten Jahren entstanden sind. Der Emissionshandel auf EU-Ebene ist ja nur eines von vielen Instrumenten. Ich hatte es ja gesagt, damit werden Emissionen gedeckelt, dadurch entsteht ein Marktpreis. Hier sind jetzt weitere Klimaschutzgesetze zusammengestellt. Das sind nicht nur Beschränkungen der Emissionsmenge, dazu zählen auch Fördermaßnahmen. Ja, dazu zählen auch die Festsetzung von Zielen, ohne dass jetzt zunächst einmal die Umsetzung oder die Erreichung dieser Ziele gesetzlich geregelt sind. Den Grundstein, würde ich sagen, der meisten hier aufgeführten Gesetze oder Gesetzesvorhaben, das ist natürlich das Übereinkommen von Paris. Und seitdem sind Jurisdiktionen weltweit nicht nur in der Beschränkung von Emissionen sehr aktiv gewesen, sondern fördern vor allem auch Technologien. Blick hier zum Beispiel, der EU Green Deal hat zum Beispiel diesen Ansatz, der definiert Klimaziele, macht aber auch Vorgaben zum Schutz der Artenvielfalt oder im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Oder jetzt ganz neu und natürlich viel diskutiert ist der Inflation Reduction Act aus den USA, hier auch sehr kontrovers diskutiert. Das ist ein milliardenschweres Investitionspaket aus den USA und diese soll vor allem Klimaschutz und Energiesicherheit fördern. Das sind übrigens nicht nur alles Initiativen, die wir jetzt hier bei uns sehen. Also ich würde sagen, vielleicht im globalen Norden oder in den Industrieländern. Man hat ja immer gesagt, Klimaschutz muss man sich auch leisten können. Das ist tatsächlich, dieses Momentum sieht ein bisschen anders aus gerade, würde ich sagen. Wir haben hier allein schon zwei Gesetzesinitiativen, die wir als wichtig erachten, in Indien und Südafrika aufgelistet. Wir sehen es aber auch im Bereich des Emissionshandels, um daraus nochmal zurückzukommen. Alleine in Asien haben wir derzeit über 20 Systeme in der Entstehung und selbst auf dem afrikanischen Kontinent wird das erste Emissionshandelssystem definiert. Das bedeutet oder glaube ich, ist vor allem nochmal ein wichtiger Grund, genaue Kenntnisse zu den Emissionen oder möglichen Emissionen entlang der Lieferkette zu haben, denn zukünftig muss man davon ausgehen, werden auch diese bepreist werden. Deswegen ein Blick auf die Regulierung über Berichts- und Sorgfaltspflichten. Als ein Baustein der unternehmerischen Klimaschutz, würde ich mal sagen, jetzt Gesetzgebung. Regulierungen zu Berichtspflichten und Sorgfaltspflichten stimmen ein in die ja gerade präsentierten vielen diversen Ansätze zur Förderung der Dekarbonisierung. Und dabei geht es darum, würde ich mal sagen, systematisch Ziele und Maßnahmen zu berichten.
Und das passiert oft nach Leistungsindikatoren. So wird natürlich auch eine gewisse Vergleichbarkeit geschaffen und so können auch lösungsorientierte Wirtschaftsaktivitäten besonders hervorgehoben werden. Dahinter liegt aber auch die Aufforderung, einen systematischen Managementansatz zu definieren und zu kommunizieren, denn dieser Gedanke des Umwelt- und Klimaschutzes muss natürlich verinnerlicht werden und muss auch im Unternehmen gelebt werden. Gleichzeitig soll es natürlich dazu führen, dass jene schädigenden Wirtschaftsaktivitäten eben abgestellt werden und dies vor allem auch transparent kommuniziert wird. So Transparenzanforderungen schaffen hier also Sichtbarkeit als auch Überprüfbarkeit und das übrigens nicht nur auf Unternehmensebene. Das ist auch sogar im Übereinkommen von Paris so geregelt, dass es durch diese ständige, immer wieder Berichterstattung der einzelnen Länder in diesen UN-Prozess auch die Kontrolle gegenseitig und untereinander geben soll und im Endeffekt durch diese Kontrolle auch der Ansporn erstmal aufgebracht werden soll, dass wir hier alle sozusagen schärfere Klimaziele definieren sollen und diese dann auch einhalten. Verschärft ist vielleicht das richtige Wort, wenn wir auf die CSRD kommen, die EU-Richtlinie, das ist ja, würde ich mal sagen, ein heißes Eisen derzeit auch in der Diskussion in Europa, der Corporate Sustainability Reporting Directive. Mit dieser neuen oder verschärften EU-Richtlinie wächst die Bedeutung der Berichterstattung für Unternehmen und vor allem auch die Anforderungen an die Berichterstattung in Europa. Die bislang bestehende Berichtspflicht oder Anwendungsbereich werden deutlich ausgeweitet und es steigt, das ist, glaube ich, sehr wichtig für die meisten Teilnehmenden oder für viele, denke ich mal, es steigt vor allem die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen auf schätzungsweise 11.600 auf fast 50.000. Dabei fordert die CSRD in der Berichterstattung Informationen zu Nachhaltigkeitszielen, der Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat, dem Bereich Governance, den wir gerade schon erwähnt hatten, den wichtigsten nachteiligen Wirkungen des Unternehmens und bringt dabei tatsächlich auch diese Berichterstattung da auf ein neues Level, denn es wird erweiterte und vereinheitlichte Berichtspflichten geben. Das heißt, Unternehmen müssen künftig umfassender und nach einheitlicheren Maßstäben berichten. Das schafft Vergleichbarkeit, ne, zum einen. Es wird ein neues Verständnis von Wesentlichkeit eingeführt. Unternehmen müssen diesmal jetzt sozusagen die doppelte Wesentlichkeit berücksichtigen, nämlich die Wirkung von Nachhaltigkeitsaspekten auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, als auch die Auswirkungen des Betriebs auf Nachhaltigkeitsaspekte. Es wird eine externe Überprüfung geben all dieser berichteten Informationen. Das heißt, Nachhaltigkeitsberichterstattung muss künftig ebenso wie der Lagebericht extern verifiziert werden. Und diese Berichterstattung muss Teil des Lageberichts sein. Ein einheitliches elektronisches Berichtsformat, glaube ich, ist nochmal ganz interessant, weil das natürlich auch noch die Vergleichbarkeit erhöht. Und ich glaube, das ist einer von vielen Gründen, der aufzeigt, dass es ein deutliches Momentum gibt, eigentlich zu mehr Klimaschutz und vor allem hier zu mehr Transparenz und wie auch dieses Werkzeug der Transparenz und der Berichterstattung genutzt wird, um gerade aufmerksam darauf zu machen, ja, auf die Einzelheiten und auch wirklich die Informationen bereit in die Gesellschaft streuen soll, wer wie wirtschaftet und vor allem, wie nachvollziehbar diese Daten erhoben werden. Das passiert auf ganz vielen Ebenen und daher wollen wir nun einen Blick auf die Bausteine zum Klimaschutz in der Lieferkette werfen. Und dafür würde ich dann an meine Kollegin Svenja Stropal abgeben. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, hier übernehmen zu können. Wollte vorher noch einmal in die Runde fragen, ob zu dem ersten Teil, der eben vorgetragen wurde, ob da noch Fragen aufgekommen sind, die wir direkt beantworten können. Also im Chat gab es bisher lediglich eine Rückfrage zum Eco-Cockpit, die wurde aber auch direkt beantwortet. Insofern würde ich sagen, können wir sonst direkt weitermachen. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie noch Fragen haben und uns die bis zum Ende hier noch schicken. Wir haben auch noch ein bisschen Diskussionszeit eingeplant. Genau, dann gebe ich weiter wieder. Gut, dann übernehme ich. Vielen Dank. Im zweiten Teil wollen wir uns den Baustein der Dekarbonisierung widmen und wie eben mein Kollege schon angesprochen hatte, da die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Datenerhebung in den Blick nehmen, insbesondere mit dem Fokus auf die Lieferkette. Die Ermittlung der Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette ist herausfordernd. Das klang eben auch schon an. Entsprechend wollen wir hier einmal in die Praxis einführen, in der Kürze der Zeit einmal zeigen, welche Ansätze da existieren
und auch darauf eingehen, wie messbare Ziele in dem Bereich gesetzt werden könnten. Der letzte Teil, Governance, den habe ich unten noch mit abgebildet, würde den aber heute in diesem Webinar ausklammern, wollte ihn aber der Vollständigkeit halber noch hier erwähnen und hervorheben, dass natürlich auch in dem Zusammenhang die Definition von Verantwortlichkeiten, der Aufbau von entsprechenden Managementsystemen, auch die Überprüfung von Zielkonflikten und die Korrektur von Anreizsystem hier mitgedacht werden sollte, um zu einer beschleunigten Dekarbonisierung zu kommen. Transparenz im Mittelpunkt. Dazu dient als Grundlage bei der Treibhausgasbilanzierung das Greenhouse-Gas-Protokoll. Das Greenhouse-Gas-Protokoll hat einen Standard entwickelt, der unterstützende Hilfestellungen auch bereithält, Definitionen, um die Scope-3-Emissionen zu ermitteln. Dafür hat das Protokoll einen eigenen Leitfaden aufgebaut, der sehr umfassend ist, den wir heute auch nicht in Gänze hier in der Form abbilden können, aber den wir hier auch als Grundlage nutzen, sowohl in unseren Projekten als auch in der Vermittlung. Und die direkten energiebezogenen Treibhausgasemissionen, also Scope 1 und 2, sind in der Regel der erste Schritt der Treibhausgasbilanzierung und bei vielen Unternehmen bereits bilanziert. Das heißt, alle Emissionen, die in den Prozessen, in der Produktion auftreten, an den Standorten des Unternehmens, sind über die Energieverbräuche in der Regel gut zu ermitteln, sind auch im Fokus schon der Unternehmen. Worum es ja heute geht, ist vor allen Dingen die Bilanzierung der Scope-3-Emissionen, die nach dem Greenhouse-Gas-Protokoll bislang nur empfohlen wird. Aber wir sehen, dass das einerseits Stakeholder Transparenz über Scope 3 einfordern, aufgrund der eben sehr hohen Auswirkungen, der Höhe der Emissionen auch in der vor- und nachgelagerten Prozesskette von Unternehmen, und dass eben Scope 3, die Berichterstattung über die Emissionskategorien in Scope 3 über die CSRD auch zur Pflicht wird. Wir sehen es auch in anderen Regionen der Welt. In den USA wird eben auch gerade aktuell diskutiert, Scope 3 da verpflichtend einzuführen. Und entsprechend ist, glaube ich, eine Auseinandersetzung, eine nähere Betrachtung dieser Scope 3-Emissionen hier ratsam. Scope 3 ist in sich komplex und umfasst 15 Emissionskategorien, wovon wir heute die ersten zwei in den Blick nehmen wollen. Und diese Komplexität fordert im Vorfeld, oder da ist es ratsam, eine Wesentlichkeitsanalyse zu nutzen, um zu überprüfen, welche dieser Emissionskategorien für das Unternehmen wesentlich sind und welche fokussiert werden sollten. Hier sehen wir einmal abgebildet den Bilanzrahmen, hier exemplarisch einmal dargestellt für ein Unternehmen mit zwei Tochterfirmen und einem Joint Venture, wo der Bilanzrahmen die Systemgrenze der Nachhaltigkeitsberichterstattung oder Treibhausgasberichterstattung gezogen wurde, und sehen hier schon einmal, dass auch die vorgelagerten und nachgelagerten Prozesse von dem Unternehmen in den Blick genommen werden. Im Rahmen dieser vorgelagerten Prozesse bilden sich die zwei Kategorien ab, die das Greenhouse-Gas-Protokoll als eingekaufte Waren und Dienstleistungen definiert und als Kapitalgüter, die beschafft werden von dem Unternehmen. Die fließen teilweise ein direkt in die Produkte und Leistungen von Unternehmen. Das sind zum Beispiel Rohstoffe, Bauteile, Produktverpackungen, Verarbeitungsdienstleistungen. Unter Scope 3.1 eingekaufte Waren und Dienstleistungen finden wir aber auch beispielsweise IT-Geräte und Büromaterialien, die nicht direkt in das Produkt einfließen, die aber von dem Unternehmen in der Beschaffung auch mit in den Blick genommen werden sollten. Unter Kapitalgütern ist zu verstehen, also das werden Sie gut kennen, wenn Sie sich bei sich auch dann nochmal reflektieren können, was das bei Ihnen alles umfasst, Produktionsanlagen, Maschinen, Büromöbel beispielsweise, aber auch der Fuhrpark, gegebenenfalls auch Immobilien und Lagergebäude. Um jetzt eben diese große Spannbreite an Beschaffungsgütern zu kategorisieren, zu prüfen, welche davon wesentlich sind für die Bilanzierung,
bietet das Greenhouse-Gas-Protokoll eine Orientierung an mit Kriterien, die angelegt werden sollten bei der Wesentlichkeitsanalyse, die wir hier einmal aufgelistet haben. Die Kriterien, da gibt es keine absolute Vorgabe oder eine ganz klare Vorgehensweise, aber diese Kriterien sollten genutzt werden, um zu einer Klassifizierung und Priorisierung zu kommen. Die ersten, die wir hier hervorheben wollten, ist die Signifikanz, also der Impact der Auswirkungen der einzelnen Emissionsquellen und das im Zusammenhang zu sehen mit der Gesamtbilanz. Das heißt, von den einzelnen Beschaffungsgütern, von den Waren und Dienstleistern sollte abgeschätzt werden, wie hoch diese Emissionsquelle im Verhältnis zu der Gesamtbilanz ist. Ein zweiter Punkt, den ich noch mit hervorheben wollte, ist die Einflussmöglichkeit. Das heißt auch, sollte mit berücksichtigt werden, welche Möglichkeit besteht, diesen Ausstoß der Treibhausgasemissionen direkt zu reduzieren oder aber auch zu beeinflussen. Beide Punkte sind relevant später in der strategischen Auseinandersetzung und es hilft bereits bei der Wesentlichkeitsanalyse, diesen Blick mit einzunehmen und zu schärfen und sich da auch schon Gedanken zu machen. Weitere Punkte sind die Überlegung, welche Geschäftsrisiken und Chancen damit in Verbindung stehen. Darauf ist mein Kollege eben auch in der Einleitung eingegangen. Das heißt, auch da nochmal zu reflektieren, welche Geschäftsrisiken beispielsweise über höhere Kosten, Compliance-Risiken, Reputationsrisiken bilden sich über diese Emissionen ab, die in der vorgelagerten Lieferkette auftreten. Dann können auch spezifische Ansprüche ein Grund sein, eine Emissionskategorie näher in den Blick zu nehmen oder ein Produkt, eine Warendienstleistung näher in den Blick zu nehmen. Das können Transparenzansprüche sein, die von Kundenseite kommen, von NGOs, von Investoren, Mitarbeitenden oder Branchenverbänden. Und dann ein Punkt, den wir zum Schluss noch mit hervorheben wollen, weil der auch immer noch mal hilft bei der Priorisierung, ist der Bezug zum Kerngeschäft. Das heißt zum Beispiel, ausgelagerte Prozesse, die bei anderen Unternehmen in-house stattfinden, die sollten Unternehmen auch im Vergleich, dann um die Vergleichbarkeit zu schärfen, mit in die Bilanz mit aufnehmen, auch wenn die bei den Unternehmen dann in Scope 3 bilanziert werden, ist das etwas, was der Transparenz dient und was klar dann auch eingefordert wird von Anspruchsgruppen, hier den Bezug zum Kerngeschäft hervorzuheben. Bei der Wesentlichkeitsanalyse in Bezug auf dann die beschafften Güter und Waren und Dienstleistungen ist der nächste Schritt, die Signifikanz abzuschätzen. Dafür kann man zunächst einmal clustern, auch um ein Mengenverhältnis zu gewinnen. Wie hoch ist der Einkaufswert? Was sind die zentralen Beschaffungsgüter? Und hier ist es einmal auf der linken Seite exemplarisch aufgelistet. Das heißt, wir sehen hier auch schon bei einem produzierenden Unternehmen, dass die Materialeinkäufe da überwiegen, dass dann zum Beispiel IT-Equipment oder Büromaterialien dagegen verschwindend gering sind und hier sich schon gar nicht mehr abbilden. Als zweiter Schritt dient dann die Abschätzung der Signifikanz über kostenbasierte Emissionsfaktoren einer ersten Annäherung, um zu sehen, welche Emissionen stehen hinter diesen einzelnen Materialien. Diese Emissionsfaktoren finden Sie in den eingängigen Datenbanken, das heißt Spend-Based-Faktoren, kostenbasierte Emissionsfaktoren, die CO2-Emissionen je eingekauften Wert dann für bestimmte Produktkategorien darstellen. Wenn man darüber dann eine Einschätzung gefunden hat der Wesentlichkeit der einzelnen Beschaffungskategorien im Unternehmen, kann man im zweiten Schritt, also hier auf der linken Seite ist die Wesentlichkeit einmal beispielhaft aufgezeigt, kann man auf der linken Seite dann nochmal prüfen, was ist der Datenerhebungsaufwand. Das ist auch ein wichtiger Schritt, um dann eben in die Planung zu kommen, wie bekomme ich Aktivitätsdaten, um die dann in die Berechnung zu führen.
Und um das einmal beispielhaft hervorzuheben, bei Rohstoffen, Vorprodukten und Hilfsstoffen für die Produktion kann der Datenerhebungsaufwand variieren natürlich. Ich glaube, das ist deshalb einmal angedeutet, dass der von mittel bis groß reicht, weil das davon abhängt, wie der Einkauf organisiert ist. Gibt es mehrere Produktionsstätten? Haben die einen dezentralen Einkauf? Wie wird das auch verbucht? Ist das alles klar aus dem System herauszuziehen oder ist das sehr viel mit händischer Arbeit verbunden und muss erst einmal zusammengeführt werden auf Konzernebene? Ein weiteres Beispiel, externe Rechenzentren als Dienstleistung. Da ist es in der Regel so, dass ein Anbieter diese bereitstellt und man entsprechend die Informationen gut einholen kann, um das mal als Beispiel zu nehmen. Hier unten sehen wir deswegen auch da nochmal, ne, diese Prüffrage, Bezug zum Kerngeschäft, Relevanz, dass einzelne Verbrauchsgüter, also wie zum Beispiel die Verpflegung mit Kaffee, wir haben immer das Beispiel Müsli, das bei uns diskutiert wird, dass das im Verhältnis natürlich zu den anderen Beschaffungsgütern gerade beim produzierenden Unternehmen nicht ins Gewicht fällt in der Gesamtbilanz und der Datenerhebungsaufwand dann auch sehr groß wird, gerade wenn man mehrere Produktionen oder Standorte hat. Bei der Berechnung der Treibhausgasemissionen für die wesentlichen Beschaffungen, hier oben nochmal angezeigt, ist dann die Formel, also das heißt die Aktivitätsdaten, das ist eine ganz simple Multiplikation, multipliziert mit dem Treibhausgasemissionsfaktor ergeben eben die Treibhausgasemissionen. Die Herausforderung steckt im Detail eben erst einmal diese Aktivitätsdaten zu erheben, das war eben schon angeklungen, und dann im Nachgang den entsprechenden Treibhausgasemissionsfaktor zu identifizieren. Aktivitätsbasiert rechnen wir in den Projekten im ersten Schritt in der Regel mit Durchschnittsfaktoren, die je Gewicht, Stück oder Volumenangabe dann in den Datenbanken zur Verfügung stehen. Ich habe Ihnen hier einmal ein paar Quellen für Emissionsfaktoren aufgelistet. Die Liste ist nicht abschließend zu sehen, aber gibt schon mal einen Einblick, welche Quellen genutzt werden können. Einige davon sind kostenpflichtig, andere sind frei zugänglich, wie beispielsweise die Datenbank vom, also die Emissionsdatenbank von der DEFRA aus England oder vom BAFA, das Informationsblatt, wo eben auch materialbezogene Emissionsfaktoren dargestellt werden. Dann auf der rechten Seite, und das ist dann die Entwicklung, die das jetzt auch nimmt und die jetzt auch mit den steigenden Anforderungen an die Bilanzierung zunehmend gefordert wird, ist, dass bei der Berechnung dann die genauen Emissionsprofile wesentlicher Beschaffungsgüter mit einfließen in die Berechnung. Das ist abhängig von der Datenverfügbarkeit natürlich. Das heißt, da läuft die Abfrage erst einmal über die Lieferanten. Das heißt, eine Direktanfrage bei den Lieferanten, entsprechende Emissionsprofile bereitzustellen. Das ist ein Emissionsprofil, damit das einfließt in diese Kategorie, das abgeschnitten ist, also von der Wiege bis zum Gate, das heißt von der Rohstoffgewinnung bis dann dieses Vorprodukt oder der Rohstoff, das Material Eingang findet in die eigene Produktion. Und was sich da abzeichnet, dann sehen wir auch gerade schon mal ein Beispiel, ist, dass jetzt zunehmend Unternehmen diese Emissionsprofile bereitstellen. Bei der Braubranche kann man da durch eine entsprechende Regulierung schon auf weitergehende Informationen zurückgreifen. Das heißt, über die Environmental Product Declarations da schon sehr genaue Angaben mit aufnehmen für einzelne Produkte, die von den Herstellern dann bereitgestellt werden. Das Beispiel BASF wollten wir hier aufführen, weil BASF eine digitale Lösung aufgebaut hat zur Berechnung der eben Cradle-to-Gate-PCFs für 45.000 Verkaufsprodukte des Unternehmens. Das heißt, sie haben komplett einmal die zentralen Verkaufsprodukte bilanziert
und bieten diese Emissionsprofile über entsprechende Datenbanken ihren Bezügen, also Käufern an, damit die in eine Weiterberechnung kommen. Und auf diese Weise will BASF die Option den Kunden geben, auch die sogenannten Low-PCF-Produkte, das heißt Produkte, die einen geringeren Emissionswert haben, zu identifizieren und als mögliche Alternative für ihre Produktionsprozesse zu nutzen, zu prüfen, einzusetzen. Die Treibhausgasemissionsprofile, da sind die direkten Emissionen von BASF mit berücksichtigt. Das sieht man hier in der Abbildung. Das heißt, die Scope 1 Emissionen sind unternehmensspezifisch dann dargestellt für das Produkt. Genau die Scope 2 Emissionen auch, die eingesetzt oder die zum Tragen kommen bei diesem Emissionsprofil des einzelnen Produkts. Bei den Rohstoffen ist BASF gerade dabei, von den standardisierten Durchschnittswerten hin zu noch genaueren Werten ihrer eigenen Lieferanten zu kommen. Das heißt, dieses Emissionsprofil der einzelnen Produkte wird sich auch noch mal schärfen und mit der Zeit noch genauer ausgestalten. Ein weiteres Beispiel, wo auch sich die Regulierung jetzt widerspiegelt über das nachhaltige Produktdesign, ist das Beispiel Battery Pass, das jetzt gerade vorgestellt wurde bei der Hannover Messe. Das ist aufbauend auf dem Konzept eines digitalen Produktpassports und reguliert und quasi angedacht schon über den EU Green Deal, die Ökodesign-Richtlinie und den Circular Economy Action Plan. Und hat sich eben über die Battery Regulation jetzt in eine Form gebracht, dass konkrete Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit, Nachverfolgung von exakten Produktdaten über eben diesen digitalen Produktausweis dargestellt werden müssen. Der beinhaltet den CO2-Fußabdruck der Batterie und soll auch Anteile von Rezyklaten ausweisen. Also hier ist jetzt nur als Beispiel, sind noch zwei Materialeinsätze genannt. Und dieses Projekt, das sich jetzt in einem Konsortium genau dieser Frage und der Anforderung an einen solchen digitalen Produktnachweis, Ausweis gestellt hat, das würde ich als Empfehlung nochmal mitgeben, sich das genauer anzuschauen, weil das zeigt so den Trend, in welche Richtung das geht und wie das auch in anderen Branchen und Produktkategorien in Zukunft aussehen kann. Als abschließenden Punkt dieses Teils würde ich gerne die messbaren Ziele noch einmal hervorheben. Das heißt, eine analytische Auswertung der Treibhausgasbilanz schärft auch das Verständnis über Einflussfaktoren und bietet insofern eine gute Grundlage auch für die Zielentwicklung und die Identifikation von Reduktionspotenzialen. Für die Zielsetzungen hat sich die Science-Based Target Initiative etabliert, die eben einen Maßstab, einen Standard setzt für die Entwicklung von wissenschaftsbasierten Zielen, um Unternehmen auf einen 1,5-Grad-konformen Reduktionspfad einzulenken. Und die Scope-3-Emissionen sollen bei der Reduktionszielsetzung mit in den Blick genommen werden, wenn die einen Anteil von 40% der Gesamtbilanz ausmachen. Das ist in der Regel, wie mein Kollege schon hervorgehoben hat, am Anfang der Fall. Insofern sehen wir jetzt auch verstärkt die Ziel-Commitments und die Veröffentlichung von Zielen, die Unternehmen zu Scope 3 ausweisen. Und die gehen von einer direkten Reduktion aus teilweise oder über ein gemitteltes Ziel, das eben die Lieferanten entsprechend mit Anforderungen angegangen werden, dass entsprechend diese Ziele weitergegeben werden an die Vorkette. Abschließend würde ich nochmal eingehen auf das Produktdesign, auf das Lieferantenmanagement und entsprechende Initiativen. Das ist der rechte Teil hier, komplementär zu dem ersten Teil, den wir eben gerade vorgestellt haben.
beim Produktdesign, das eben sehr entscheidend ist über die Wirkung auch auf die Vorkette, das heißt, welche Materialien eingesetzt werden, kann ein Unternehmen entsprechende Ansätze formulieren. Ein Weg ist die alternative Verwendung nachhaltigerer und biobasierter Rohstoffe und Materialien. Ein zweiter ist der Einsatz rezyklierter Rohstoffe und Materialien, also von Metallen beim Maschinenbau bis zum recycelten Plastik in Verpackungen. Ein weiterer Ansatz beim Produktdesign ist der modulare Aufbau, das heißt auch da die Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit zu erhöhen. Das bildet nicht direkt die Vorkette ab, zielt und dient aber den nachgelagerten Emissionen eines Produktes. Und ein weiterer Schritt ist die Verlängerung der Produktlebensdauer. Auch das zahlt ein in der Summe eben im Nachgang, dass die Produkte eine lange Lebensdauer, entsprechend Wirkung auch entfalten und nicht so schnell ersetzt werden müssen. Als letztes wollte ich noch hervorheben die Geschäftsmodellinnovation, also auch da zu prüfen, gibt es über Leasingmöglichkeiten, Fundsysteme einen Weg, das Geschäftsmodell an sich nochmal in den Blick zu nehmen. Auch das noch als abschließender Punkt unter diesem Feld nachhaltiges Produktdesign. Beim Lieferantenmanagement ist vor allen Dingen zunächst einmal die Planung nachhaltiger Beschaffungsmaßnahmen entscheidend, um dann überzuleiten in die Frage, wie können Anforderungen an Lieferanten formuliert werden über Ausschreibungen und auch in den Verträgen. Die Bestätigung des Lieferantenkodexes ist in der Regel bereits der Fall. Konkrete Berichtsanforderungen und Reduktionsanforderungen als Kriterium werden aber auch bei der Auftragsvergabe aktuell verschärft. Das sehen wir bei einigen Kunden sowohl, die als Lieferanten eben vor diesen Anforderungen stehen, als auch auf der anderen Seite Unternehmen, die diese Anforderungen an ihre Lieferanten definieren. Ganz klar definiert sind teilweise auch CO2-Grenzwerte in Produktkatalogen und technischen Datenblättern bei Ausschreibungen. Auch das ist etwas, was sich aktuell abzeichnet als eine Anforderung, die beim Lieferantenmanagement definiert wird. Das Lieferantenengagement, weil ja auch oft kleinere Unternehmen in der Vorkette dahinter stehen und die Kooperation, das heißt auch über Schulungsangebote, gemeinsame Ansätze zur Produktentwicklung, die Lieferanten bei diesen Schritten mit einzubeziehen, ist ratsam, wenn man quasi langfristige und auch seine Lieferanten auf diesem Weg mitnehmen möchte. Als Beispiel dient die CDP-Lieferketten-Initiative. Die CDP ist eine Plattform, die sich der Transparenz, vor allen Dingen auch der Treibhausgas-Emissionsberichterstattung verschrieben hat und über diese Lieferketteninitiative ihren Unternehmen einen Weg eröffnet, die Lieferanten über die Plattform nach entsprechenden Daten zu fragen und auch entsprechende Strategien und Ansätze sich einzuholen von den Lieferanten. Insgesamt zeigt sich da bereits ein deutliches Bild, das sieht man hier rechts, dass entsprechend eine zunehmende Anzahl an Unternehmen mit entsprechenden Informationen sich hier beteiligt an diesem Prozess und auch Maßnahmen mit einem recht beachtlichen Reduktionspotenzial über diese Plattform berichtet. Co-Learning in Initiativen ist noch ein abschließender Punkt, den ich hervorheben wollte. Da gibt es branchenübergreifende Initiativen, in der wir uns auch heute befinden, beispielsweise über die IHKs und diese Plattform von der DIHK. Aber auch die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima bildet so einen solchen Rahmen. Die Beispiele, die ich hier nenne, sind nicht abschließend zu sehen. Die sollen nur einen Eindruck geben, welche Möglichkeiten da bestehen und welche Initiativen sich grundsätzlich formiert haben. Branchenspezifische Initiativen sind zum Beispiel Together for Sustainability der Chemiebranche oder Drive Sustainability der Automobilbaubranche.
internationale Initiativen, die teilweise auch standardsetzend agieren, sind der World Business Council for Sustainable Development. Das heißt, da sehen wir auch unter diesem Dach Initiativen entsprechende Standards, Leitfäden zu setzen für einzelne Branchen. Und die Initiativen sollen das Verständnis von Herausforderungen schaffen und schärfen, auch eine gemeinsame Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards ermöglichen, Schulungsaktivitäten anbieten, Workshops-Formate bereitstellen und sind eben auch da, diese Hebelwirkung einer Verständigung, eines Austausches zwischen Unternehmen und teilweise auch Industrien zu befördern. Jetzt haben wir noch gut 10 Minuten, etwas mehr sogar, als Q&A reserviert für Fragen. Wir können auch gerne auf einzelne Folien nochmal zurückgehen. Wenn Ihnen aber im Nachgang noch Fragen einfallen, stehen wir auch gerne da noch bereit. Genau, vielen Dank. Es gab ein paar Fragen im Chat. Ich gehe einfach mal der Reihe nach durch. So, jetzt klappt das auch mit dem Bildschirm, super. Genau, die erste Frage war hier nochmal, reicht es, die Priorisierung einmal zu setzen oder muss ich die jedes Mal durchführen? Also natürlich sollte man, gerade wenn sich etwas ändert in den Vorketten, wenn ein neues Produkt auf den Markt gebracht wird, wenn neue Materialien eingesetzt werden, diesen Prozess gerade mit in Bezug auf die Signifikanz nochmal durchleuchten. Grundsätzlich reicht eine sehr saubere, gründliche Wesentlichkeitsanalyse, um den Grundstein zu legen, die Reflexion, ob neue Risiken in den Blick genommen werden sollten. Das würde ich allerdings anraten, dass man darüber jährlich einmal reflektiert, ohne aber so eine grundständige Wesentlichkeitsanalyse in jährlichen Abständen durchzuführen. Super. Genau, dann die Frage zu den Zertifizierungen und Standards. Da gab es ja gerade schon ein paar Infos zu, die würde ich vielleicht mal noch nach hinten stellen. Dann war hier einmal noch gefragt, mit welchen Scope 3 Kategorien empfehlen Sie zu beginnen, wenn die Kapazitäten im Unternehmen nicht oder noch nicht ausreichend sind? Also grundsätzlich würde ich empfehlen, also einer grundständigen Wesentlichkeitsanalyse, wo erstmal alle Scope 3 Emissionen übergeordnet in den Blick genommen werden, in welcher Form die überhaupt auf das Unternehmen zugeschnitten sind, überhaupt relevant sind. Also ich nehme nur mal das Beispiel Leasing, nachgelagerte Leasinggegenstände, das ist nicht für jedes Unternehmen relevant. Entsprechend kann man auch schon einmal auskreuzen, welche Kategorien grundsätzlich ausgeschlossen werden können. Und dann über eine erste Einschätzung einer Wesentlichkeit der Signifikanz daran gehen und die wesentlichen Emissionsquellen in den Blick nehmen. Da helfen Experteneinschätzungen. In der Regel würde auch, wenn eine Bilanz veröffentlicht wird und die im Rahmen einer Prüfung begutachtet wird, der Prüfer sagen, hier sind wesentliche Emissionen nicht betrachtet worden. Das heißt, auch da kann man sich über Expertenwissen eine erste Einschätzung holen, welche Emissionskategorien prioritär in den Blick genommen werden sollten. Was wir ja heute fokussiert hatten, waren vor allen Dingen die beschafften Waren und Dienstleistungen. Da nochmal genauer reingehen, hilft auf jeden Fall, diesen Berg, sag ich mal, an eingekauften Gütern und Dienstleistungen zu sortieren und sich da eben nicht zu verzetteln. Und ich glaube, da ist eine Wesentlichkeitsanalyse gut investiertes Geld, um dann entsprechend und gut investierte Kapazitäten, um entsprechend da erst einmal eine Grundlage zu schaffen und den Fokus zu legen. Alles klar, also vor allem der Tipp, sich an Expertinnen zu wenden. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, wenn ich mich jetzt als Unternehmen noch gar nicht mit dem Thema CO2-Bilanzierung, insbesondere der Scope 3-Emissionen beschäftigt habe, habt ihr da noch irgendwie einen Tipp, so wie kann man den ersten Einstieg gut schaffen?
Also da sind vor allen Dingen die Netzwerke und Initiativen zu nennen. Also da gibt es auch viele kostenfreie Webinare, Grundlagen, die auch öffentlich verfügbar sind, die man dafür nutzen kann, sich grundständig mit der Bilanzierung zu befassen, sich da reinzuarbeiten. Nach meiner Einschätzung, wenn man da jemanden, und wir sehen das ja auch bei uns, wenn wir neue Analysten anlernen, wenn man die so ein paar Wochen, sag ich mal, in so ein intensives Training schickt, dann sind die danach fit und können einem auch gut einen Weg aufzeigen. Also das wäre ansonsten meine Empfehlung, erstmal damit zu beginnen. Und dann sind Sie natürlich auch bei uns herzlich willkommen. Jetzt sind hier noch einige Fragen reingekommen. Ich mache einfach mal weiter. Wie berücksichtigt man Produktaspekte wie Lebensdauer und Recyclingfähigkeit bei Scope 3? Und inwiefern können Fehlanreize vermieden werden? Zum Beispiel, wenn die Nutzung von Produkten wegen längerer Lebensdauer energieintensiver bilanziert werden müsste. Zum Beispiel ein Monitor, der jetzt 10 statt 5 Jahre genutzt wird. Ja, da spielen verschiedene Scope 3 Kategorien zusammen. Also wir hatten uns ja heute Scope 3.1 und 3.2, also die Beschaffungen angeschaut. Das heißt, die vorgelagerten Emissionen, die bei der Herstellung dieser Produkte beziehungsweise bei der Erbringung dieser Dienstleistungen anfallen. Die Recyclingfähigkeit, ich war ja eingegangen auf den Punkt Produktdesign. Das ist auch das Spannende und da spielt auch die Musik, würde ich sagen. Und da kann man auch nicht nur diesen begrenzten Blick auf die vorgelagerten Emissionen halten. Da sollte das Produkt insgesamt über den Lebenszyklus betrachtet werden. Und da ist die Recyclingfähigkeit ein Baustein, der bei den nachgelagerten Prozessen entsprechend berücksichtigt wird bei der Lebenszyklusbilanzierung und sich da auch dann widerspiegelt. Auf der vorgelagerten Einsatzseite wird es dann deutlich über rezyklierte Rohstoffe, Materialien, die eingesetzt werden, die ein sehr viel geringeres Emissionsprofil haben als Primärrohstoffe. Super. Genau, dann geht es weiter mit, haben Sie Erfahrungen zum finanziellen Aufwand von Lieferkettenmaßnahmen gegenüber Maßnahmen in Scope 1 und 2? Könnte das Investitionsvolumen geringer sein? Also da spielt natürlich auch die Frage eine Rolle, wie entwickelt sich jetzt der Markt? Also wir sehen gerade eher die Herausforderungen, dass die rezyklierten, nachhaltigeren Rohstoffe mit einer geringeren Verfügbarkeit auf dem Markt sind. Das heißt, gerade für größere Prozesse, für größere Beschaffungen in dem Bereich ist da die Herausforderungen sind da weniger die Kosten und mehr der Aufwand und die Planung und die Absicherung. Das heißt, da ist zu prüfen, wie bekommt man von quasi beständigen Quellen da die entsprechenden Materialien und Rohstoffe und weniger die Kostenseite. Die Kosten sind entscheidend, eher in der Installation von Anlagen, von Dekarbonisierungsmaßnahmen in der Produktion, in den eigenen Prozessen. Und das spiegelt sich natürlich auch dann bei den Lieferanten wieder. Das heißt, unsere Scope 3 Emissionen als ein Unternehmen sind ja die Scope 1 und 2 Emissionen meiner Lieferanten. Und entsprechend bildet sich das über Kosten ab, die die Lieferanten dann zu tragen haben, wenn sie ihre Prozesse dekarbonisieren. Und das sollte mit in den Blick genommen werden, das sollte berücksichtigt werden, weshalb auch die Kommunikation, die Einbindung und der Austausch mit den Lieferanten zu diesen Anforderungen und Maßnahmen wichtig ist. Also deshalb, bevor wir da in eine Überforderung gehen, das haben wir auch schon gesehen, dass Investoren und Kunden dann ihre Lieferanten oder die Unternehmen, die sie investiert haben, mit Anforderungen überschütten und überfordern und die es gar nicht in der Zeit umsetzen können, ist da eben der Austausch grundlegend, gerade bei den Hauptlieferanten, mit denen ich zusammenarbeite. Das heißt eher zeitliche und indirekte finanzielle Ressourcen, die da für die Scope 3 Emissionen relevant sind. Genau.
Eine weitere Frage war, können Unternehmen selbst eine doppelte Wesentlichkeit erstellen oder nur mit Hilfe von Ihnen bzw. externen Beratern? Nein, das geht auch eigenständig. Also wie ich schon meinte, ich glaube, es braucht einen fachlichen Hintergrund, der aber auch angelernt werden kann. Das heißt, ich habe ja die Berechnung dahinter, die ist eine simple Multiplikation, wenn es nachher um die Treibhausgasbilanzierung geht. Die Herausforderung, die wir eher sehen bei unseren Kunden, ist, sich zu strukturieren, Schwerpunkte zu definieren, das zu begründen, sich überhaupt erst einmal mit den Grundlagen der Bilanzierung zu befassen. Und da unterstützen wir bei, aber der Weg, den wir mit unseren Kunden bisher gegangen sind, ist, dass wir da über einen Coaching-Ansatz rangehen und möglichst versuchen, das Unternehmen da auch in Zukunft so aufzustellen, dass es eigenständig agieren kann. Und die Leitfäden, die ich schon genannt habe, die Beteiligung an diesen Workshops und Initiativen, bietet aber auch jedem Unternehmen die Möglichkeit, da die eigenen Kapazitäten aufzubauen. Super. Hier war auch noch ein Hinweis für eine erste Wesentlichkeitsanalyse. Genau, und dann wird noch gefragt, wie misst man Cradle to Cradle? Wie errechnet sich der Vorteil für das Unternehmen? In Klammern Rücknahme von Produkten, Pfandsystem, Praxisbeispiele. Ja, ich glaube, das war so gesehen, also das bemisst sich jetzt nicht immer nur in einer Kennzahl. Ich glaube, da den Wert, sich dem nachhaltigen Produktdesign und auch der Geschäftsinnovation zu öffnen, das zeichnet sich am Ende, wie Dennis ja auch einführend gesagt hatte, in auch den Risiken und Chancen wieder. Und deshalb, glaube ich, würde ich mich da nicht an eine Kennzahl klammern, sondern eher auch prüfen, welche Risiken und Chancen stehen da dahinter und was sind für mich da die Gründe und die Motive, mich dem nachhaltigen Produktdesign zu öffnen und da neu vielleicht auch zu denken. Dass sich das aber auch in dem Lebenszyklus abbildet, das hatte ich eben schon mal kurz angeschnitten, dass die Emissionsprofile eben rezyklierter Rohstoffe, gerade wenn man aber auch Richtung Wiederverwendung denkt, dass da ein sehr viel geringerer Ressourcenaufwand, Energieaufwand hintersteht und das sich entsprechend dann auch in den Emissionsprofilen der Produkte und Leistungen widerspiegelt. Prima. Damit wären wir auch zeitlich genau richtig am Ende erstmal der Fragen angekommen. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie die gerne im Nachhinein noch an uns schicken. Genau, hier auch nochmal der Hinweis zu unserer UNK-Gruppe Lieferketten, in der Sie herzlich eingeladen sind, noch weiter zu diskutieren. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, Svenja Strupal und Dennis Machnik von Adelphi. Genau, ich denke, wir haben einen sehr guten Einblick bekommen, werden alle hoffentlich viel mitnehmen. Und vielen, vielen Dank auch an Sie, liebe Teilnehmende. Ich hoffe, wir konnten auch Sie für das Thema nachhaltig begeistern. Und genau, dann wünsche ich Ihnen damit noch einen schönen Tag wünschen.